aufgeräumt zurzeit ist im Haushalt Rudle und Monika Weinzettel und Gerold Rudle. Ja. Die haben uns auch ein Video geschickt. Und den Kabarettisten, muss man sagen, ist noch immer nicht der Humor vergangen, obwohl alle ihre Auftritte abgesagt wurden bzw. verschoben wurden. Aber ich glaube, was zuletzt stirbt, ist der Spaß am Leben und der Humor. Die beiden, ja, bei den beiden haben für uns einen Videoblog gemacht, um zu zeigen, wie es ihnen jetzt geht, wenn sie 24 Stunden daheim aufeinander picken. Ist lustig. Gar nicht so schlecht, na, aber vor allem die Katze spielt ja eine sehr wichtige Rolle. Normalerweise sagen Frauen hier und da so Dinge wie zum Beispiel: Schatz, kommst du mal bitte schnell, kannst du mir helfen, ich schaff das nicht allein. Was sagst du? Geh weg, ich kann das selber, flack. Eigentlich sollten Monika Weinzettel und Gerold Rudle mit ihrem aktuellen Kabarettprogramm zum x-ten Mal auf der Bühne stehen. Doch auch sie dürfen derzeit nicht auftreten. Sie sind zu Hause in Pockersdorf. Monika, wie gehst du um mit der vielen Freizeit, die du plötzlich hast? Also ich muss ehrlich sagen, ich schätze das gerade sehr. Es klingt böse. Aber ich sehe so eine Krise immer ein bisschen mit dem asiatischen Gedanken. Asiatischer Kampfsport sagt, wenn du gestoßen wirst, dann ziehe. Ja? Momentan sind wir verdonnert zu Hausarrest quasi. Und ich kämpfe jahrelang um ein schönes Zuhause. Und jetzt haben wir ein schönes Zuhause und jetzt könnte ich es genießen. Also tue ich es auch. Und ich nutze die Zeit und fülle sie an mit Dingen, die... zu denen ich sonst eh nicht komme oder die ich so ewig vor mir hergeschoben habe. Was sind das zum Beispiel für Dinge? Die Werkstatt umbauen. Zum Beispiel meine Werkstatt und endlich ein Regalsystem kreieren und streichen und basteln. Ich habe einen Online-Kurs für Instagram, den ich jetzt endlich fertig machen kann, weil den habe ich immer nur so zitzerweise machen können. Und nur damit der Vollständigkeit halber, wie nutzt du die Zeit jetzt abgesehen von YouTube-Channel? Was machst du mit der vielen Freizeit? Ich schaue hauptsächlich, dass ich meiner Frau zur Hand gehe. Edu! Hallo! Was machst du? Ich mach Pizza. Urcool. Yummy, yeah. Kannst du dir was helfen? Nein, danke. Oder, oh ja, geh, bringst du mal die Schüssel aus der Vitrine, bitte? Yep. welche? Welche Schüssel natürlich? Nein, nicht, nein, welche Vitrine? Also, was ist eine Vitrine? Bist du so lieb? Ich habe ein Messer in der Hand. Gehst du einfach wieder zum Fernseher? Bitte. Danke für die Hilfe. Sehr gerne. Gerne. Ja, okay. Nein, hier und da mache ich so lang aufgeschobene Arbeiten, übernehme ich. Also zum Beispiel Hemden bügeln. Ich bügel die Hemden ja immer selber und dann hängen halt zuerst zwei, dann denke ich mir, die mache ich dann schnell, mache ich dann nicht, dann sind es schon fünf, irgendwann sind es 14 und dann muss ich mir halt einmal hinstellen und dann dauert es wirklich lang und das mache ich dann zum Beispiel. Darf die Interviewerin mir gerade noch eine Antwort geben, warum der Interviewer seine Hemden selber bügelt? Er will es so, ich darf mich nicht einmischen. Ach so, ja natürlich. Ja, nein, also das möchte ich da schon einmal... fix sagen, natürlich. Das mache ich deswegen, weil ich es so will. Punkt. Ja, genau. Das ist ein bisschen eine Rampenkatze. Also keine Rampensau, aber eine Rampenkatze. Sitzt zwar dann meistens verkehrt zur Kamera, fängt auch irrsinnig zu schnurren an. Ist aber lustig, hat schon seine eigene Fangruppe. Ja. Wir überlegen schon, ob wir eine eigene Seite für ihn machen. Ja, er ist so. Danke, tschüss, das war's. Ihnen wünschen wir einfach das Allerbeste. Halten Sie durch, bleiben Sie positiv. Ich glaube, die Monika und ich sind komplett überzeugt davon, dass das Ganze einen Sinn hat und auch gut enden wird. Ja, ich meine, natürlich, wir müssen da alle noch durch. Wir hoffen, dass es so wenig wie möglich betreffen wird und dass uns Horrormeldungen so wenig wie möglich noch erreichen müssen. Aber wir können stärker werden und das ist eine Chance. Und ja, hoffen wir darauf, dass es so wird. Ganz genau, das tun wir. Also liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Bussi von der Couch. Den
gefällt's. Ja. Ja. Da weißt du aber auch nach dem Video, wer daheim die Hosen anhat, gell? Ja, definitiv. Das weiß ich. Gell? Ja, lieben Gruß an Monika Weinzettl und Gernot Rudle.